Eine Premiere, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind auf Back to Warcraft mit der ESL-Meisterschaft am Sonntag, 19 Uhr, kurz vorm Tatort, haben wir dieses Match gescheduled, damit ihr nachher noch schön das öffentlich-rechtliche Fernsehen gucken könnt. Mein Name ist Neo, ich bin heute alleine auf der Grund der Kurzfristigkeit. Es muss noch ein bisschen was nachgeholt werden hier in der Meisterschaft, aufgrund der Verschiebung durch den letzten Warcraft-Patch. Dementsprechend ein bisschen impromptu. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein geiles Match. Und dieses Match ist Francis gegen Kevin. Und das lasse ich mir trotz Sonntag, trotz Spontanität natürlich nicht entgehen. Playing Ducks gegen die Rocket Beans. Oh yeah. Es geht um die Playoffs. Es geht um nichts anderes als die Playoffs. Der Remo, der hat heute Morgen schon gearbeitet. Dementsprechend lassen wir dem mal schön die Füße hochlegen. Und ich mache das Ding alleine mit euch hier. Ich glaube, das ist nicht das größte Problem. Ja, habt ihr Spaß gehabt mit Happy gegen Kaho vorher? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass der Remo da einen guten Job gemacht hat. Jetzt bin ich für euch da. Und dieses Match hat eine relativ große Bedeutung. Für beide Spieler. Wir schauen uns kurz die Tabelle an. Und da sehen wir hier den oberen Teil der Tabelle. Bumm, da ist er. X-Lord natürlich 8-0 ganz vorne mit dabei. Der muss noch 3 Spiele machen. Der hat die Playoffs sicher, aber danach. Francis 4-2, Todd 4-2, Vaan 4-2, Leon 4-2. Und dahinter Scars auf dem 6. Platz. Kevin hat allerdings noch ein Spiel weniger. Dementsprechend für ihn heute einiges an Druck. Aber auch Francis, der kann sich hier ein bisschen absetzen bzw. vorlegen. Aus diesem Tiebreaker ausbrechen und mit einem Sieg die Punkte 13 und 14 holen, vielleicht sogar 15, wenn es ein 2-0 wird. Und das würde natürlich einiges an Druck bedeuten für Todd, Vaan, Leon, Scars, natürlich auch für Kevin. Es ist wichtig, weil die ersten 2 Plätze in der Meisterschaft gehen direkt ins Winner-Bracket-Finale. Haben direkt eine Top-3-Platzierung sicher. Und die Plätze 3 bis 6 gehen in die Early Rounds der Playoffs. Also wer hier den 2. Platz holt zwischen diesen ganzen famosen Kriegern, der hat eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für den Rest der Playoffs. Wir sehen hier nochmal ganz kurz Kevin in Lauerstellung. Da ist wie gesagt noch ein Spiel offen. Hat schon gegen Scars gewonnen. Letztens hat er aber auch von X-Lord ein bisschen kassiert. Da muss, und auch von Todd. Diese Woche war es, ja. Von daher muss jetzt was kommen vom Community-Held. Wir haben fast alle Maps schon gemacht. Es fehlt noch Kevins Pick. Und dann haben wir es. Okay, da ist es. Und ihr wisst genau, wenn die Maps feststehen, dann gibt es ein Segment, was wir euch natürlich auch hier im Impromptu-Stream nicht vorenthalten wollen. Und das ist das Bitburger 0,0 Map-Voting. Auf der Seite von Francis für die Orks, für die Playing Ducks wird Springtime gewetet und auch Autumn Leaves, was sich immer so ein bisschen mehr und mehr als Nachtelf-Hochburg herauskristallisiert. Und auf der anderen Seite von Kevin Concealed Hill als Ork-Hochburg weg und auch Tidehunters interessanterweise. Dann haben wir als Picks Northern Isles für Francis, das geht ja so ein bisschen immer Richtung Tier 3 und Expansion Play, wenn es dahin geht. Und Shallow Grave für Kevin, eine unserer neueren Maps in der Meisterschaft, die oftmals verschmäht wird, aber nicht heute. Kevin wird hier seine Entangle-Künste mal wieder präsentieren. Normalerweise gegen Ork erwartet man einen Blade Master, erwartet man Grunts Shaman. Aber gegen Francis, schauen wir mal, liebe Freunde, schauen wir mal. Francis ist eigentlich bekannt für Farseer, für Headhunter, für Hero Collection und so weiter und so fort. Das könnte Kevins Gameplan so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und da bin ich gespannt, wie gut der Schwemster hier vorbereitet ist. Haben wir schon beide Spieler in der Kamera? Jawohl. Hier sehen wir die beiden. Kevin für die Rocket Beans, hochkonzentriert. Da sieht man kein Schmunzeln, da sieht man volle Konzentration. Bei Francis, der geht das Ganze immer locker an, ne? Unser Österreicher, der hat heute einen busy Terminplan. 2 Clan Wars und dieses Meisterschaftsspiel. Was sind eure Tipps? Ist die berechtigte Frage. Was werden wir heute sehen? Gibt es einen Sieg von Kevin Schwe? Holt der Kaiser die wichtigen Punkte?
Ich bin gespannt. Ich bin hochgradig gespannt. Wir bedanken uns bei Andreco für den Sub. Go, 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 go. Ja, liegt nicht an mir, meine Freunde. Es wird hier gewartet, bis alle Spieler ready sind. Oder beide Spieler ready sind. Und dann geht's los. Warcraft Action. Und das ist genau jetzt. Da wird sich nochmal gestreckt und gereckt. Und dann haben wir es. Wie gesagt, für Kevin geht's um die Playoffs. Für Francis um den so wichtigen Rang 2. Puh, dann gehen wir doch mal in-game, oder? Wie seht ihr das, liebe Freunde der deutschsprachigen Warcraft-Unterhaltung? Ich bin ready für den Bumper. Da wird sich natürlich auch fleißig bei Lee Drum the Second und Holle bedankt für die Subs und auch bei Hippo. Vielen Dank für den Raid. Meisterschaftszeit ist immer Best of Three. Wer zwei Maps gewinnt, kriegt die Punkte, kriegt die meisten Punkte. Bei einem 2-0 gibt es 3 Punkte, bei einem 2-1 gibt es 2 Punkte. Bei einer 1-2 Niederlage kriegt man immerhin noch einen Punkt. Nur bei 0-2 geht man mit leeren Händen nach Hause und das will keiner. Wer dies Best of Three gewinnt, kriegt außerdem noch 75 Euro auf das Preisgeld obendrauf. Und unten links für die Rocket Beans in Gelb haben wir Kevin, der, ich glaube, sich gegen Todd ein bisschen mehr ausgemalt hat. Ist natürlich immer schwer. Todd eine absolute Bank gegen Nachtelf. Da weiß er genau, was zu tun ist. Und da hatte Kevin nicht wirklich den Hauch einer Chance. Und ich bin überrascht, meine Freunde. Blade Master it is. Selbst hier auf Northern Isles, also keine Farseer-Strategie, was jetzt zum Beispiel ein Scar so spielen würde. Francis, wie gut bist du mit dem Blade Master? Ich hab's lange nicht gesehen. Er hat natürlich ein bisschen rumprobiert schon mal in der Meisterschaftsvergangenheit mit dem TC First gegen X-Hold in den Playoffs. Das war ein großer Cheese, aber auch so einer der Sorte vergammelter Schimmelkäse, der den ganzen Kühlschrank dann verpestet. Kevin hat natürlich hier das normale Camp, wo es direkt das Level 2 gibt, wo es direkt das große Consumable gibt. Und mal schauen, wie aggressiv Francis hier zu Werke geht. Holt er sich die Speed Scroll, geht er direkt rüber? Nope. Creept selber. Okay, damit haben wir das garantierte Level 2. Und damit einen relativ guten Start für Kevin. Auch mit der großen Invo-Potion holt sich direkt mit dem ersten Entangle den Peon. Da sollte vielleicht gleich mal ein Deny kommen. Ah, braucht er gar nicht mal. Alles gut. Okay, und der Blade Master, der geht zum Shop, holt sich den Circlet. Das TP wurde ja verkauft, da hat man immer ganz gute Ressourcen. Oh, kleiner Missklick. Den Cloak wollte er da nicht hinlegen. Ne? So, Grunt bleibt schön zu Hause, geht auf Wispjagd, Keeper creept weiter als großes Ziel Level 3. Oh, Claws auf dem Boden. Joink! Die holt sich der Franz direkt und das Item auch. Oh nein, desaströser Start für Kevin. So wollen wir das nicht sehen. Oh, das ist viel Damage über den Rest des Spiels verteilt. Nach einer Minute 20 Ingame-Zeit, also Hero-Ingame-Zeit, wird direkt das erste Statement gesetzt, das Item geklaut. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich gar nicht gut an. Da haben wir ein paar Franz-Fans auf jeden Fall im Chat. Ich frage mich, wo die Rocket Beans sind. Wahrscheinlich in ihrem internen Discord. Und feiern da ab. Kevin, das war ein kleiner Stich ins Herz. Creeps werden auch aufgewacht. Der Wisp wird denied. Also alle kleinen Aktionen im Early Game, würde ich sagen, gehen an Francis. Der hat auch schon getaggt, ist bei der Hälfte. Hat viele Ressourcen über für den Second Hero. Und Kevin versucht hier noch irgendwas abzugreifen, aber alles Wichtige ist bereits gecreept. Wir haben auch nur den Tier 2 Tag, keine Expansion. Und das ist eigentlich immer die Win Condition. Zweite Base und dann was? Aber noch nicht. Schöner Shadow Melt. Also, beide Spieler hier ohne große Fauxpas. Kevin natürlich da so ein bisschen, das Item ein bisschen lange liegen lassen. Da kann man vielleicht gegenarbeiten.
oder das Ganze ein bisschen schneller aufheben. Aber ansonsten fehlerfreies Spiel. Und die Huntress Transition, die sitzt erstmal. Aber es sieht so aus, als wäre Kevin ein bisschen verängstigt, ob des Bladers. Keine Expansion und so, aber jetzt sind die Treants im Haus, jetzt wird Erfahrung weggenommen und das ist wichtig, nicht nur für das Level vom Keeper, nicht nur für das Item, was im Wand of Mana Stealing ist, sondern auch um den Shadowhunter Level zu verringern. Blade Master auch nur Level 2, aber das Inventory sieht absurd gut aus. Plus 12, das ist nett und Watcher Ward gibt es ja auch noch oben drauf. Aber was ist der Plan von Kevin? Ein kleiner Huntress-Push vielleicht, early on. Sieht mir auch nicht wirklich danach aus, weil kein Wisp da ist und keine Engine Protector irgendwo gepflanzt werden. Es geht direkt zur Taverne. Da wartet der Alchemist, da wartet die Archer, die viel gesehen hat in ihrem Leben. Unser Finals Codecaster Slash natürlich lautestens am Cheeren für seinen Ork. Ist klar, spielt für die Playing Ducks und ist Ork. Das kommt bei Slash immer besonders gut an. So, jetzt liegt hier noch ein bisschen was rum an Erfahrung. Das ist direkt Level 3, aber ich mache mir weiterhin Sorgen um das Mid- und Late-Game ohne zweite Base. Shadowhunter ist draußen. Wie creept er jetzt? Grün, grün, natural wäre ein Ding. Aber ich glaube, Francis ist hier. Oh, schöner Reveal. Der wollte wieder den Ogre Magi klauen, hat jetzt aber Mirror Image. Holt er sich den Last Hit? Es ist knapp, der ist auch fast surrounded, weil er keinen Mana mehr hat. Whoopsie! Und kriegt beides wieder. Oh mein Gott. Francis, hat er was für Mirror Image? Okay, Windwalk war gerade wieder da. Kevin kriegt hier viel, viel, viel Erfahrung geklaut. Und den Ring of Regen, der ist so gut in dieser Situation. Da gibt es kaum was Besseres. Plus die Heal Self obendrauf. Der Blade Master wird gleich wieder wie frisch aus dem Ei gepellt aussehen. Jetzt kommt die Expansion bei 6 Minuten 50. Das ist spät. Das ist sehr spät. Franz ist also gute Blade Master Items. Gute Steals. Genau dafür ist er da. Und normalerweise wäre es jetzt der Zeitpunkt für den Blade Master, die Entangled Goldmine zu killen. Aber er klopft einfach an den Baum und der fällt direkt um. Keine starken Wurzeln dieser Tree of Life. Dafür wird gelevelt. Ich glaube aber trotzdem, Kevin ist hier unter Zugzwang. Er muss delivern. Kriegt einen Mana Stone. Das ist insane. Also über Items darf sich hier keiner beschweren. Tier 3. One Base Tier 3. Extravagant. Definitiv extravagant. Night Elf Tier 3 natürlich super stark. Aber schon auch teuer. Man braucht viele Orbs, man braucht Marksmanship, man braucht eine Menge Archer, Wellspring und so weiter. Und natürlich alle Upgrades. Wie gut wird dieser Fight ohne Blade Master? Weil der ist weit, weit weg, direkt auf den Shadowhunter. Der wird fast surrounded nach dem Entangle, aber die Schamen haben da einen guten Job gemacht. Kevin mit dem 5 Units Surround. Die Schlange versucht es nochmal, aber der Blade Master ein bisschen zu spät, um den Second Hero da rauszupoppen. Und ohne Heal Wave, ohne Serpent Wards, könnte das direkt Kevins Fight sein. Der legt los wie die Feuerwehr. Die Early Game Momente gingen definitiv nach Österreich, aber das Saarland kämpft zurück. Schamane angeschlagen, Headhunter äußerst angeschlagen. Und das sind große, große Kills, viel Experience. Man muss Schamen haben auf dem Feld, sonst hat man keine Chance gegen das Entangle. Jetzt aber auch keine Items mehr für Kevin. Und dann sollte er verschwinden. Genau das macht er. Der Damage, der ist da. Die Kills, die sind da. Langsam aber sicher sind auch die Level da. Und gerade den Shadowhunter da rauszunehmen. Franz ist ein bisschen unvorsichtig. Rennt mit offener Brust ins Messer von Kevin. Und der fühlt sich jetzt richtig, richtig gut. Nächster Expansion-Versuch. Double Engine of War ist am Start. Tier 3 ist fast durch. Dann ist Orb-Time, dann ist Archer-Time, dann ist Marksmanship-Time, dann ist Wellspring-Time. Ihr kennt die Upgrades mittlerweile. Aber bisher braucht er sich noch gar keine großen Sorgen drüber machen. Die Serpent Wards sind immer noch Level 1. Und solange das der Fall ist,
Haben die Hans ein relativ einfaches Spiel? Blade Master, kriegt er den dritten Cancel? Das sieht ganz gut aus. Mirror Image, weiter drauf geklickt. Der hat aber noch einen Entangle. Aber ich glaube, der Schaden wird nicht ausreichen. Wieder mal eine schöne Situation, wo man sieht... Oh, das ist so knapp. Es muss ein Cancel sein. Es war... Er hat den denied, aber hat er die Ressourcen wieder gekriegt? Normalerweise steht da Cancel, aber er hat einfach draufgeklickt, oder? Und ihn selber zu killen, wenn ich mich nicht irre. Da ist auch kein Wisp mehr. Das war kein Cancel, Kevin. Uff. Teuer. Richtig, richtig teuer. Und der Shadowhunter, der kriegt Level 3. Und die Serpent Wards sind Level 2. Supply ist immer noch einigermaßen ausgeglichen. Das darf eigentlich nicht passieren. Kleiner Missklick. Diese Imperfektion könnte Kevin eventuell das Spiel kosten. Aber gut, er hat weiterhin Bock zu fighten mit seinen Level 3 Heroes. Aber doppelte Heal Scroll auf Franzis Seite. Plus die Heal Wave. Ist das der Moment zu fighten? Acid Bomb trifft auf jeden Fall richtig viel. Damage Uptime ist gut mit dem 1-0 Upgrade. Marksmanship wird vielleicht sogar noch im Laufe des Fights fertig. Die Archer unangetouched. Währenddessen die Creeps auf die Headhunter prügeln. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Detonates kommen auch rein. Nächster Headhunter weggezaubert. Das könnte ein Triple Kill sein mit dem Entangle, mit dem Orb und Kevin. Dieser Fight sieht bisher ganz okay aus. Die Handschuhe wurden allerdings auch alle erledigt. Level 3,5, eine Healscroll ist noch da. Mana wieder ein Problem. Und wenn man so in die Base guckt, dann bleibt Mana auch ein Problem. Ein Moonwall ist noch da. Expansion wird gar nicht mehr weiter versucht. Und jetzt haben wir quasi nur noch Archer. Keine Frontline mehr. Kommt sogar eine Kodo. Ich weiß nicht, ob das das richtige Target ist, wenn ich ehrlich bin. Das wird doch relativ schnell entangled und gekillt. Aber nächster Creepjack. Kevin findet seinen Gegner immer und immer wieder. Muss nur aufpassen. Wir haben, glaube ich, nicht genug Mana auf den Schaman Blade, um da einen Lightning Shield zu setzen. Oh, er will den Overseer so dringend. Belt of Giant Strength hilft natürlich jetzt mit ein bisschen mehr HP. Findet er die Kodo? Wir haben jetzt einen Entangle. Diese Kodo ist so teuer. Fightet im Schatten des Towers. Können die Archer nochmal rankommen? Sieht nicht danach aus. Blade Master nimmt den Fokus auf sich. Da ist kein Dispel, aber das Fokusfeuer sieht richtig gut aus. Francis hat die Invo Potion. 7 Sekunden ist er safe. Keeper ist ein Problem. Hat das TP. Wenn dann Crypt kommt, ist er weg. Oh Mann, Kevin spielt mit Feuer. Kriegt die Kodo, verliert daraufhin. Aber oh, nicht mal mehr die Archer. Schaman nimmt da auch noch mit. Und der Supply Lead, der ist jetzt beim Nachtelf. Aber Francis, der expandiert einfach. Was hat der für Klötze in der Hose? Bisschen zu früh, dieses Seal Spray. Aber okay, da wollte er wahrscheinlich nur Zeit sparen. Nächste Expansion. Beide mit Expansions. Die werden wahrscheinlich gebabysittet. Von daher etwas ruhigere Phase im Spiel. Wir haben den Tech-Vorteil für den Nachtelf. 2 Armor-Upgrades für Francis. Das gefällt mir wirklich gut. Noch keinen dritten Held. Noch keinen zweiten Orb. Da gibt es noch einiges im Verbesserungspotenzial für Kevin. Auch gerade was so Upgrades angeht. Würde da fast gerne auch mal ein Armor-Upgrade sehen. Und Ring of Protection, das wird dem Blade Master gut tun. Kevin mit Shop Control. 400 Gold. Ist da überhaupt was drin? In 10 Sekunden die Invo Potion. Die braucht er. Kein Staff of Preservation. Das ist greedy, wenn du mich fragst. Das hat er auch. Gegen den Blade Master Portem kommt für mehr Damage. Mass Archer ist der Weg. Aber. Ist das der richtige Weg? Dieser Tower. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und Kevin committed jetzt ohne Portem. Das sieht nach ein bisschen seltsamem Timing aus, muss ich sagen. Es ist wenig Lockdown da, es ist wenig Crowd Control da auf der Seite von Franz, bis auf natürlich die Purges. Von daher kann da eventuell einfach rausgelaufen werden. Blade Master im Focus Fire hat noch die Heal Scroll. Keine Heal Wave gerade. Die Acid Bomb tickt ihn runter. Nein, das Level 4 hilft mal wieder. Und damit Level 2 Critical Strike wahrscheinlich. Oh, wenn der Blade Master hier nochmal reingeht. Da ist er weg. Dann ist er weg. Das ist klar.
Beide kämpfen ohne viel Mana. Frantis will die Echse halten. Kevin will so weit ablenken, wie es irgendwie geht. Reveal! Und der Dust, der zahlt sich so aus. Invo Potion vielleicht ein bisschen überhastet. Aber das ist der First Hero Kill, der sich so erwähnt hat. Zweiter Hero Kill für Kevin. Muss fast... Oh, Level 5. Wollte gerade sagen, muss fast den Counterkill kriegen. Aber das sieht nicht gut aus. Der Keeper rettet sich in heimische Gefilde. Ist in Range vom Healspray. Und jetzt ist die Portem da. Und das ist so viel mehr Damage auf jedem Archer plus 2. Es werden viele, viele, viele Archer werden. Und da wir hier einiges an Tanks haben, fällt der Tower. Die Echse ist endlich ab im vierten Versuch. Jetzt zieht sich Kevin zurück. Noch ein bisschen Drop Control. Die Invo Potion ist in 10 Sekunden wieder da. Das Gold dafür hat er auch. Und gleich wird er reich sein. Aber Francis... hat seine Expansion gehalten. Alter Revive. Nein, jetzt der Tavern Revive. Okay, aber wird direkt mit dem Entangle begrüßt und der Acid Bomb. Clutch Heal Wave für Francis. Das wäre ein teurer Dieback gewesen. Was jetzt? Francis, was jetzt? Mit der Echse im Rücken ist sie noch nicht aller Tage Abend. Two Base ist machbar für Ork, aber er hat natürlich einen Level 5 Keeper gegen sich. Und generell Triple Hero. Level 3 Entangle ist einfach Wahnsinn. Mana Potion ebenfalls geholt. Invo Potion geklaut. Francis versucht Druck zu machen. Hat ebenfalls kein TP. Allerdings der Speed Scroll. Kein Pillage, aber auf der anderen Seite auch kein Nature's Blessing. Die Echse kann er nicht kicken. Aber zwei Serpent Wards sind ready. Mana sieht auch ganz gut aus. Zumindest auf dem Shadowhunter. Nicht auf dem Schaman. Oh weia, der hat nur einen Schaman hier. Wie soll denn das funktionieren? Okay, jetzt war der zweite da. Blade Master Illusion direkt rausgenommen. Genauso wie den Ork Grunt. Und da muss man sich vielleicht fragen, vielleicht die Speed Scroll. Aber mit der Range of Mantangle jetzt ist jeder E-Click ein Kill. Und der zweite Orb ist auch da. Also Damage für Kevin geht jetzt straight nach oben. Serpent Ward macht da nichts. Da wurde repariert. Und dieses Game geht immer, immer weiter in den Bereich von Kevin. Da wird harassed. Die Treants sind am Start. Noch keine Kills, aber immerhin Damage. Eine kleine Vorbereitung. Und diese Archer sind einfach stark. Bisher zu wenig Shaman, das gesamte Spiel über, oder zu wenig Mana auf den Shaman für massives Lightning Shield. Cabrons Hero Focus läuft sehr gut, meiner Meinung nach. Immer wieder drauf auf den Blade Master, damit ist er kein Blitzableiter. Und die Grunts können einfach nicht connecten. Nicht mal mit 0-2 Upgrades. Jetzt hat er das Lightning Shield drauf, aber es reicht nicht. Der Blade Master einfach entangled, gefokust, fällt zum zweiten Mal. Und ich glaube, der Sieger in diesem Match steht mittlerweile fest. Ja, die Kolo wird sofort wieder entangled. Lightning Shield wird sogar gegen ihn verwendet. Uiuiui, jetzt legt er noch Kevin mehr Damage in die Hand. Und hat quasi nichts mehr. Francis, bisschen mit dem Icarus-Syndrom, so eine gute Saison gespielt. Aber in den letzten Wochen, da gibt es ein paar Niederlagen. Und damit ist Rang 2 in großer Gefahr. Auch nach dieser Map schon. Natürlich kann man gegen Kevin gewinnen, aber wenn man sich Rang 2 holen will, dann muss man fast gegen Kevin gewinnen. Kann man gegen Kevin verlieren, meine ich. Und mit so vielen Arrows, da geht auch die Great Hole down. Teuer. Das hat sich nicht wirklich rentiert. Aber gut, wir haben immer noch kein Reinforced Defenses. Wir haben zwar einen Town Portal bei Kevin, aber vielleicht... Na, sofort gedrückt. Ich würde sagen, vielleicht wird er ein bisschen greedy. Läuft direkt zur Mainbase rüber, versucht da was, aber nicht der Fall. 20 Supply Vorteil, Tech Vorteil, Level Vorteil. Wenig Chancen. Wenn wir ehrlich sind, wenig Chancen, hier was zu reißen für Francis. Der Creepjack auf der rechten Seite beim ehemaligen Tuskla-Camp.
Das hat ihm wahrscheinlich dieses Game gekostet. Der Blade Master jetzt immer revealed, dank der Eule. Und wieder geht's drauf auf den Held. Die Critical Strikes machen sich ein bisschen bemerkbar. 150 Hero Focus ist das Mittel der Wahl. Invo Potion ist aber ready auf beiden Seiten. Aber wenn die Heroes nicht zu verwunden sind, dann geht's einfach auf die Grunts. Und die fallen einer nach dem anderen. Doppelte Mana Potion auf dem Shadow Hunter, aber der Blade Master. Oh, der Alchemist, pass auf! Der wird fast gekillt, der wird sogar gekillt. Blade Master fällt allerdings auch und der ist wichtiger als der Alchemist im Late Game, weil er für den Damage zuständig ist, fast sogar alleine. Alles sehr, sehr, sehr angeschlagen für Kevin, aber der will den Sack zumachen. Dieser Push sollte der Sargnagel sein, beide Range Heroes mit den Orbs noch am Start. Und damit gibt es einen Kill. Ein Focus Fire ist ein Kill. Eine Mana-Potion schon durchbrochen. Blade Master, er hat nicht mal die Ressourcen, ihn wiederzuholen. Da fehlt es, glaube ich, ein bisschen an Holz. Und genau an dieser Stelle ist der Shadow Hunter vorher schon gefallen. Puh, der ist jetzt Level 5, geht aber Level 3 Heal Wave. Stirbt trotzdem. Das sind zu viele Hero Kills. Und Kevin holt sich Map Nummer 1. Da ist er wieder nach der Niederlage gegen Todd. Wird zurückgeschlagen. Und sich natürlich direkt hydriert. Das war ein ziemliches Slugfest, meine Freunde. Early Game, stark gemacht von Francis mit dem Blade Master. Eher ungewohnt, dass wir das von ihm sehen. Hat er gar nicht schlecht gespielt. Die Steals waren da. Auch wenn er vielleicht am Anfang ein bisschen wenig Harassed hat, meiner Meinung nach. Und einfach Level 2 geholt hat. Dann aber das Item geklaut. Level 3 ein bisschen verhindert, aber nicht zu doll. Und dann war Kevin da, wo er gebraucht wurde. Auf der rechten Seite, wo der Shadowhunter creepen wollte. Er hat das Camp vorher rausgenommen. Selber, um sich das zweite Item zu holen, das zweite Consumable zu holen. Und dann hat er ihn gefunden. Mit den Hosen unten. Und in den Fights, ich glaube, da wurden zu viele wichtige Units verloren auf der Seite von Francis. Gerade die Schamanen. Man braucht sie einfach lange auf dem Feld, damit die Regen funktioniert und man viel, viel, viel Dispel hat und viel, viel, viel Lightning Shield hat. Und das war nie der Fall. Shadowhunter auch nicht, oder beide Helden, dadurch, dass sie relativ oft gestorben sind, nicht auf den höchsten Leveln, die man, irgendwann braucht man halt Level 5. Ist das nur die Spiel heute? Ja, es ist ein Nachholspiel. Relativ spontan, aber für sowas bin ich natürlich da. Langsam sieht man auch die Rocket Beans Fans im Chat. Shoutout an Jokern und Equix. So, und jetzt ist auf einmal die Tür für die Playoffs bei Kevin weit offen. Er könnte mit Leon gleichziehen, wenn das heute funktioniert. Wir sehen Francis kurz. Da wird schon ein bisschen gegrübelt. Aber kurz die Hand, hat kurz den Bart gekratzt. Aber gut, wir warten auf Kevin. Natürlich direkt hydriert, klarer Fall. Ich meine, wenn man so viele Bäume pflanzt und benutzt, dann muss man die schon gut wässern. Das ist klar. Das ist ganz klar. Ich hatte ein bisschen Sorge um Kevin, dass ihm die späte Expansion so ein bisschen zum Verhängnis wird. Aber hat er mir Tier, also da wurde das Tier 3 einfach nicht gepunished. Da war viel Zeit. Gute Cancels natürlich vom Blade Master. Aber das hat dann nicht gereicht. Nicht genug Schaden. Kevin ist auch wieder am Platz. Mit der 1-0-Führung. Sitzt auch jetzt ein bisschen erhöht. Da wird man direkt elevated mit dem 1-0. Und Francis against the ropes. Er hat schon im Vorfeld gegen Todd verloren. Und es kann ja auch direkt, es kann am Ende um Maps gehen.
es kann am Ende um direkten Vergleich gehen. Gerade die Niederlage letzte Woche gegen Edo, die tat Francis richtig weh, auch gegen Todd. Also nach dem richtig, richtig starken Start geht's jetzt so rauf und runter. Die Konstanz bei Francis fehlt in den letzten Wochen ein bisschen. Da haben wir ein wirklich tolles Game gegen Leon gesehen. Aber ja, die Meisterschaft so gut besetzt wie wahrscheinlich noch nie, gerade auch mit der einen Gruppe, wo gefühlt jeder jeden schlagen kann, ist hier alles drin. Man muss es aber aufs Parkett bringen. Unsere zweite Map ist unterwegs. Und es ist Kevins Map. Es ist Shallowgrave. Kann Francis hier nochmal zurückschlagen? Oder gibt es das 2-0 und die 3 Punkte und den Gleichstand mit Leon? Kevin hat den Ball am Fuß, muss die Vorlage nur reinmachen. Zweite Map, auf geht's. Und da haben wir sie, unsere beiden Kontrahenten. Kevin weiterhin als Nachtelf natürlich auf der unteren rechten Startposition von Shallowgrave und Francis zurück zu den Wurzeln, zurück zum Erfolgsrezept, zurück zum Farsia. Irgendwas geht hier gerade mit dem Zoom ganz schief, aber das haben wir natürlich sofort gefixt. Ihr kennt mich und ihr kennt W3 Champions, da wird das gleich mal resettet. So, Farsia gegen Nachtelf. Eigentlich funktioniert es nicht. Eigentlich wird man da geburnt. Eigentlich kriegt man da Wisps um die Ohren geflattert. Aber wenn es einer schaffen kann, dass es funktioniert, dann Francis. Da bin ich mir sehr sicher. Wie gut ist Kevin dagegen? Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall dann auf ein Dryad Bear Play rauslaufen. Oder hat hier irgendjemand Cheeky Plants? Gibt es vielleicht einen Tower Push? Purge of the Treant. Aber das sollte kein großes Problem sein. Geht gar nicht zum Creep. Dachte, der große Vorteil von Farsia hier ist ein easy Lightning Shield Creep. Aber er geht direkt zum Harass über, mit einem Grunt. Weil er natürlich weiß, dass das erste Camp nicht direkt Level 2 gibt und man die Treants braucht zum Creepen. Oh, versteckt sich hinter den Bäumen. Interessante Strategie von Francis. Viel Druck aufbauen im Early Game. Level 2 verhindern, so lange wie es irgendwie geht. Kompletter Switch im Vergleich zum ersten Game, wo er dem Keeper viel Zeit gelassen hat. Und jetzt die Frage, wie viele Wisps wird er verlieren? Wie viele Wisps muss er hier detonaten? Oh, wird der Moonwell fertig? Kann die Wölfe einfach so besiegen. Okay. In der Zwischenzeit die ersten Erfahrungspunkte ebenfalls für Francis durch die Treants. Aber Denai ist auch am Start. Jeder weiß, nach den ersten Creepcamps auf dem Weg zu Level 2, da geht es um jeden einzelnen Erfahrungspunkt, um jeden Wolf, um jeden Baum. Und soweit klappt das für Francis ganz gut. Ich bin gespannt, ob er so ein bisschen Scars Weg verfolgt und auf Wyvern geht. Eigentlich nicht so ganz sein Stil. Schöner Save. Gegen diese Wyvern-Strategie hat Kevin schon des Öfteren gespielt. Auch erfolgreich gespielt. Francis hat auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Kann Raider spielen, kann Wyvern spielen. Spielt jetzt natürlich eine Headhunter-Transition für ein bisschen mehr Creep-Speed. Und es gibt immer noch kein Entangle. Das ist ein Problem. Francis hat natürlich auch die Wurme. Dementsprechend kann es ein Tower-Push sein, wenn er hier wild unterwegs ist. Aber ich sehe noch keine Peons
Oder? Kommt da einer? Ne, nur ein Headhunter. Wird auf den Second Hero ankommen, wenn es was aus der Taverne ist. Und das sieht mir ganz stark nach Taverne aus. Oder? Hat die Ressourcen? Jetzt nicht mehr. Okay, und jetzt auch Level 2. Viel Spaß, Grunts und Headhunter. TC, der zweite Held. Dementsprechend können wir die Tower-Push-Idee vergessen. Guter Deny. Aber ja, da seht ihr, warum Entangle so gut ist und warum Level 2 so wichtig ist. Und warum das so lange wie möglich verhindert werden sollte. Wow. Rush auf Tier 3. Greedy und gefährlich, Franz. Und das in so einem wichtigen Spiel. Da wird sich jetzt ein Todd die Hände reiben. Ein Wahn. Alle gleich auf mit Franzis. Den wird Kevin hier auf jeden Fall einen Gefallen tun. Franzis hat schon letztes Mal die Punkte liegen lassen, als er die Chance hatte wegzuziehen. Vom Rest des Packs. Und jetzt scheint es wieder genauso zu sein. Bisher zumindest. Nature's Blessing kommt. Mercenaries für Kevin gibt es auch. Sehr viel Piercing Damage in dieser Armee. Und es sieht nach Bloodlusted Headhunter aus. Jetzt noch Level 2 für Franz. Damit Lightning Shield. Was gegen Wisps immer sehr gut ist. Tinker Second. Der towert. Der towert einfach. Gegen das Greedy Tier 3. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut für Franzis. Pocket Factory, Treants und noch kein Dispel. Hier kommen die Detonates, die haben gut gesessen. Der Stomp allerdings auch, der Shadow Priest sofort rausgenommen. Das war die einzige Dispel-Quelle, bis der erste Schamane da ist. Nature's Revenge durch Treants. Und ja, die Peons, die präsentieren sich jetzt natürlich auf dem Silbertablett. Archer mit der Scroll of the Beast. Das ist gestörter Damage. Dem TC geht es auch gar nicht gut. Freunde, ich glaube, diese zweite Map ist gleich sehr, sehr schnell vorbei. Die Burrows in Position. Der TC hart angeschlagen. Der Tinker, der funktioniert ganz gut soweit. Ancient of Wonders kommt auch vielleicht. Ah, kommt der hoch? Ach, wäre wichtig, ihn zu canceln. Kriegt er auch. Franzis stemmt sich gegen die 0-2-Niederlage. Kevin, einen Schritt entfernt von den 3 Punkten. Mana ist allerdings ein Problem. Keine Pocket Factory, kein Entangle, keine weiteren Treants. Bisher lebt Franzis noch, aber diese Peons müssen da raus, müssen reparieren. Wieder in Schlagweite. Und die Archer machen, was sie wollen. Der TC macht da nichts gegen. Jetzt ehrlich ein Stomp! Arrow to the knee! Dive deep dafür! Oh, und da ist der Fasti exposed. Oh, oh, zum Shop kommt er nicht mehr. Die Potion kann er kaufen, aber nicht mehr nutzen. Der Deckel war schon auf, aber das ist der Sieg. Kevin holt sich das 2-0. Da ist die Bäckerfaust. Da wird sich beklatscht. Und Junge, Junge, Junge. Franzis mit einem Ultra-Greedy-Build. Und das kriegst du davon. Das hast du davon. Da wird man einfach bestraft. Da wird man aber richtig doll bestraft. Puh. Wenn's gescoutet ist, dann warum nicht? Und der Kevin, der ist schon ready. Der will den Tatort gucken, nehme ich an. Da müssen wir natürlich direkt ins Interview. Und im Interview haben wir, beziehungsweise es ist das McDonald's Spotlight. Der Kevin, der rote Teppich ist ausgerollt für den Community-Helden. Kevin, mein Lieber, hörst du mich? Hi, ja, alles gut. Puh, hörst das, du mich? Ja, 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 alles super. Das klingt okay, erleichtert. Warte, gerade war die Verbindung weg. Ah, oh, das wollen wir nicht. Jetzt geht's. Wunderbar. Das klang relativ erleichtert auf deiner Seite. Oh, definitiv. Also, ich weiß nicht, was los war. Normal bin ich echt ziemlich entspannt vor solchen Games, aber jetzt, wo es langsam um die Playoffs und irgendwo auch noch um Platz 2 geht, war ich heute ziemlich angespannt, muss ich zugeben. Und auch vorm Spiel
Und auf der ersten Map vor allem, ja, keine Ahnung. Da war ich ganz froh, dass das jetzt doch noch geklappt hat, ey. Jo, du hattest ja quasi das Nachholspiel, weil du noch ein Spiel weniger hattest. Jetzt punktgleich mit Leon, da ist wieder die Abteilung Attacke angesagt, so wie sich das anhört. Ja, definitiv. Ich meine, ich habe ja schon Gegner besiegt, die er noch vor sich hat. Und jetzt keine Ahnung, ohne da wem zu nahe treten zu wollen, aber tendenziell habe ich, glaube ich, das bessere Restprogramm, wobei alle natürlich stark sind. Von daher, ja, volle Kraft voraus, sage ich mal. Ich meine halt, er hat Varn und Skarst noch, die ich halt beide geschlagen habe, während er dann Tom und Hank an den Spieltagen besiegt hat. Von daher, ja, mal gucken. Super knapp. War auf jeden Fall massiv wichtig heute. Erste Map, interessante Strategie. Keine Tier 2-Echse, sehr schnelles Tier 3. Erklär mir warum. Er hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen, mit dem Blade Master. Mich auch, jo. Ich habe seine Match-History gecheckt, da habe ich gesehen, er spielt es in der Tat ab und zu. Er hat, keine Ahnung, 20 Solo-Games oder so diese Season, aber hat er schon öfters Blade Master gespielt. Ja, aber gerade auf Northern Isles dachte ich, pack den Farseer aus, weil man die Items gut snipen kann. Und ja, dann hatte ich halt irgendwie schon direkt von Anfang an die falsche Build-Order. Ich meine, der Item-Creep ist quasi super risky gegen BM und ja, dann hatte ich eine späte Hunter's Haul und dann auch irgendwie die Claw am Anfang direkt verloren, die ich hätte bekommen müssen. Die habe ich einfach nicht aufgehoben, dann hat er die geklaut und dann habe ich die Echse nicht hochbekommen, das Timing verpasst. Dann hat er die, glaube ich, einmal gecancelt oder gekillt, ohne dass ich sie halt abgebrochen habe. Ich glaube, du Und hast sie dann noch zwei. denied, tatsächlich. Ja, ich halt immer verwirrt wegen den Illusions. Und da war ich Ja. echt, keine Ahnung, super, super hibbelig. Ich habe auch die große Invo, die ich bei ihm geklaut habe, mittendrin benutzt. Also die habe ich ja bei ihm, ich habe ja seinen Ogre-Spot geholt und keine Ahnung, dann einfach so benutzt, weil ich mich verdrückt habe. Das passiert mir normal fast nie sowas. Ja, war nicht so ganz solide, aber gut, dann ging es irgendwie, paar gute Trades. Und Tier 3 mache ich halt im Prinzip, wenn die Echse super spät ist. Ist halt so ein, keine Ahnung, letztes Mittel, was man noch hat, weil irgendwo müssen die Ressourcen hin. Bevor ich gar nichts damit mache, versuche ich es halt mit Tier 3. Und dadurch, dass ich ja einen seiner dicken Spots weggeholt habe, wo er vielleicht eine große Mana kriegt, fällt so ein bisschen sein harter Push weg. Und dann überlebt man es eigentlich. Aber jo, war ziemlich knapp auf der ersten Map. Also, dass er so einen Blade Master rausholt, obwohl er nur Farseer spielt, Respekt da. Jo, das hat mich auch verwundert. Sollte er vielleicht mal öfter machen. Ich glaube, was das Game so ein bisschen zu dir gebracht hat, war der Creepcheck auf der rechten Seite, wo der Shadowhunter gefallen ist. Ja, Das war brutal. das war auch mega. Mega wichtig und eigentlich super riskant, weil er hatte schon Schamanen, er hatte Level 2 oder so und hatte sogar einige Headhunter früh gebaut, was eigentlich super greedy ist vom Ork. Die will man eigentlich nicht so früh, wenn man eine Echse pushen muss, aber musste er ja nicht und da renne ich da mit meinen Hunts rein, aber oh, mit Entangle kann sogar ich surrounden, ne? Und Ach, wahrscheinlich komm muss ich mal, das mich auch war schon gut gemacht. beim Edo-Boy bedanken, weil der hat ja, glaube ich, den Franz ist ja, oder. Hat er ziemlich was losgelassen im Interview. Hat er ja irgendwie gesagt, der Franz kann nur Farseer oder so, dass es den Franz vor der Farseer-Zeit nicht gab. Vielleicht hat er deswegen jetzt den Blade Master ausgepackt. Gar nicht wegen mir, sondern wegen Edo. Mal gucken. Ja, dann kann das Preisgeld natürlich gerne da geteilt werden, wobei der Edo, der hat es ja auch nicht nötig, ne? Echt nicht, echt nicht. Ja. Zweite Map, Shallow Grave. Ja, dann hat auch wieder nicht gut angefangen. Also, ihr habt den Lightning Shield nicht hinbekommen. War wieder super souverän. Auf meiner Map, die ich dann pick. Das ist natürlich doppelt blöd. Aber dann habe ich es, glaube ich, ganz okay abgewehrt. Da bin ich, glaube ich, halbwegs solide gegen die Farseer Aggression. Dann war es halt wichtig, dass ich irgendwie dann Level 2 bekomme und er dann noch den Quant verliert und super low HP war. Weil ich dann einfach wusste, okay, wenn ich jetzt das Merc-Camp hole, bin ich Level 3 und er muss halt erstmal zurück sich healen. Das heißt, er ist nie im Leben Level 3. Und dann dachte ich, okay, ich packe diesen Push aus, den ich auch damals gegen Orkworker, glaube ich, ausgepackt habe, als ich mich für die Dreamhack qualifiziert habe. Einfach all in, Nature's Blessing, Full Mana drauf. Weil wenn er so ein schlechtes Early hat, dann ist das gut und die B-Skull hat halt auch geholfen. Von daher, ja, manchmal muss man was riskieren, glaube ich. Okay, war also weniger wegen dem Super Greedy Tier 3, sondern mehr wegen dem Early Game und den Items. Ja, also das wusste ich gar nicht mit dem Ah, Tier okay. 3, als ich den Push gestartet habe. Aber was hat er für Möglichkeiten? Also er gibt ja schon relativ viel aus mit dem Quant-Opener. Also so ein Fast-Tag wäre wahrscheinlich noch schlechter für ihn.
Aber das hat er, dann wusste ich, dass er sich hochheilen muss oder Mercs kaufen. Und ich meine, statt Tier 3 könnte auch Bestiary und Spirit Lodge bauen oder sowas, aber dann, oder Totem. Aber dann hat er auch nicht viel mehr, sag ich mal. Ich habe halt komplett durchgedrückt, Lewist mitgeholt und ja. Aber es kann halt funktionieren. Er hatte dann auch irgendwie Fortified super spät und war vielleicht überrumpelt. Und ich glaube, sowas braucht man auch, gerade gegen Leute, die vielleicht nicht permanent Solo spielen. Die sehen sowas dann nicht so oft und ja. Nee, ich bin super happy. Das hat auf jeden Fall super geklappt. So, jetzt zwei wichtige Fragen. Die erste ist natürlich, wie klingst du jetzt das Wochenende aus? Wird da Tatort geguckt? Bist du so einer? Nee, in der Tat nicht, muss ich zugeben. Wahrscheinlich, ich nur noch ein bisschen chillen, muss morgen früh raus, habe einen ziemlich wichtigen Termin von der Arbeit aus. Ja, keine Ahnung, ein bisschen Netflix gucken und dann passt das. Bin ziemlich platt, von daher mal früh ins Bett, dass man nicht direkt irgendwie gerädert in die Woche startet, ja, um ehrlich zu sein. Sehr gut, sehr gut. Dann, Spektakuläres, ja. Dann bleibt nur noch die allerwichtigste Frage. Ich meine, so hier, man kann die Games diskutieren und so, aber was wir alle wirklich wissen wollen, ist, welcher Song kommt auf die Spotify-Playlist? Ah, ich guck mal gerade. Direkt den Namen haben. Ja, zu Ehren der Mountain Giants würde ich gerne das Lied I'm Still Standing in die Playlist bringen. Ja, ich denke, das passt ganz gut und ja, ist ganz nett. Der gute Elton das John. Müsstest das kommt, du finden, ne? Ja, das selbstverständlich. Elton John, das ist, jetzt kommt hier endlich mal Qualität. Nicht nur dieser Rap von den jungen Leuten, sondern wirkliche Künstler, ja, wirkliche Musiker. Edo und Remo, ne? Das ist ja nicht. Schlimm ist das. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Leute noch irgendwie muten soll, wenn das Thema aufkommt. Aber du bist hier für Qualität am Start. Wir haben von dir das Digimon-Theme. Wir haben Matthias Reim. Jetzt haben wir Elton John. Also, Kevin, du bist hier nicht nur auf den Maps und den Interviews eine Ikone, sondern jetzt auch bei der Playlist mittlerweile. Weiß man auch nicht, was ich bei der Songauswahl für eine Diagnose bekomme, aber ja. Passt schon. Ich find's gut. Es ist ein buntes Potpourri und jetzt kriegst du deine verdiente Ruhe. Einen schönen Sonntagabend, Kevin. Jo, danke fürs Casten und mach's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Der Kevin Schwem, da hat er wieder für Qualität gesorgt. So wollen wir es sehen. Ich hoffe, die Rocket Beans sind glücklich. Ich hoffe, die Playing Ducks muntern Francis so ein bisschen auf, weil für den geht der Blick langsam ein bisschen nach unten, würde ich sagen. Zweiter Platz wurde ja schon von Todd übernommen am letzten Spieltag durch den direkten Vergleich. Und jetzt quasi durchs Nichtstun hat sich Warn vorbeigeschoben. Der ist auf einmal Dritter durch die bessere Map-Differenz. Francis hat jetzt natürlich minus 2 gekriegt durch die 0-2-Niederlage. Dementsprechend ist der Tiebreaker da weg. Und Francis vom dritten auf den vierten Platz. Und Kevin verdrängt Scars aus den Top 6. Holt sich die Punkte 9, 10 und 11. Und damit an Edo vorbeigezogen, an Scars vorbeigezogen und gleichgezogen mit Leon. Beide auch mit einer plus 3 Map-Differenz. Da steht das direkte Duell noch aus. Und das wird heiß, Freunde. Generell, die Restwochen der Meisterschaft, was wir hier noch an Games haben und was wir auch nächste Woche für Games haben, ist crazy. Ich wollte eigentlich Donnerstag auf ein Konzert, aber das habe ich verschoben beziehungsweise nicht verschoben, ich habe es abgesagt, weil die Meisterschaft-Games so geil sind. Wir haben nächste Woche unter anderem das Orc Mirror zwischen Tom und Scars. Wir haben den Edo-Boy angefeuert durch den Cryptlord gegen Todd. Francis gegen Vaan. Dritter gegen Vierter, heftig. Leon gegen X-Lord, Francis auch gegen Ente, Leon gegen Kevin am Donnerstag und Todd gegen Vaan auch noch. Dazu einige Schocker-Games, die Hank-Games, noch ein bisschen Scars, noch ein bisschen Tom. Wir haben sie alle, der X-Lord gegen Leon, da freue ich mich richtig drauf. Wir haben Highlight-Games an Highlight-Games, meine Freunde. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 19.15 Uhr. Dreifache Meisterschaft in der nächsten Kalenderwoche. Puh, so, Sonntagabend Solocast ist vorbei. Jetzt macht ihr schön die Tagesschau an. Dann den Tatort oder was auch immer euch gefällt. Vielleicht eine Doku. Vielleicht eine Rom-Com. Hauptsache, ihr ruht euch mal ein bisschen aus. Und zum Beruhigen gibt es natürlich nichts Besseres als eine kleine Hilfe von der Techniker-Krankenkasse. Wir bedanken
danken uns. Nicht nur bei der Techniker, sondern auch bei McDonald's. Vielleicht da einfach noch ein paar Nuggies zum Wochenausklang bestellen. Spotify, die hat natürlich unsere Playlist. Die findet ihr auf Spotify unter ESL Meisterschaft Warcraft 3. Jeder Sieger einer Series darf einen Song hinzufügen. Bitburger 00,0 und Müllermilch. Dankeschön, Freunde. Jetzt die Durchatemübung der Techniker und dann sehen wir uns Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.